Der Konsument von heute, der ist anspruchsvoller als je zuvor. Ein Getränk muss schon lange viel, viel mehr können, als einfach nur den Durst zu löschen oder gut zu schmecken. Heute muss ein Getränk auf die individuellen Bedürfnisse einzahlen. Es muss der eigenen Wertevorstellung entsprechen. Was ist da heute so hip? Hip sind zum Beispiel so ein Turmeric Tonic. Das ist in New York total angesagt. Das ist eine Art Limonade mit Kurkuma versetzt. Oder auch so kalt extrahierte Kaffeegetränke mit Tonicwasser aufgegossen. Ob das schmeckt? Keine Ahnung, ich habe es noch nicht probiert. Und einen richtigen Boom erleben gerade die Energy Drinks. Und hier kommt auch wirklich der ganze Liquid-Food-Bereich ins Spiel. Denn gerade Getränken aus Gemüse, aus Obst etc., bei diesen Getränken sagt man, dass die ernährungsphysiologisch sehr wertvoll sind. Sie sehen das, wenn Sie heute in ein Lebensmittelgeschäft gehen, diese Vielfalt an grünen Smoothies oder auch einfach einen Rote-Bete-Saft, den die Sportler gerade für sich entdeckt haben, weil er nämlich die Ausdauerfähigkeit absolut fördern soll. Die Forschung, die arbeitet gerade ganz intensiv daran, Alternativen für PET zu finden. Hier sind ganz klar Bio-PET-Verpackungen im Vormarsch. Und das Ziel sind Behältnisse, die zu 100% aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt werden. Also hier bin ich wirklich gespannt, was es da auf der Drinktec 2021 zu sehen gibt. Wenn ich dieses Geheimnis verrate, ist ja kein Geheimnis mehr. Aber nun gut, es ist an sich gar nicht so kompliziert. Wir gehen zunächst mal dahin, wo die Industrie uns braucht. Dann schauen wir uns an, was haben denn die Kunden vor Ort für Bedürfnisse? Und entsprechend entwickeln wir dann ein maßgeschneidertes Messekonzept. Den Fokus für die Drinktec 2021 setzen wir erneut auf Liquid Food, Milchindustrie, Wein, Sekt, Spirituose. Also hier ist das ganz klare Ziel, dass wir auch in diesem Bereich das komplette Potenzial, was sich hier uns bietet, dass wir das auch ausschöpfen. Zu guter Letzt ist das ganz klar erklärte Ziel, dass dieser Weltwirtschaftsgipfel für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie weiterhin etwas ganz Besonderes für unsere Branche bleibt, so wie es die Olympiade für die Sportler ist. Ja, so soll es auch die Drinktec für die Welt der Getränke- und Liquid-Food-Industrie sein.